Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2 auf der PlayStation 4. Was haben wir denn? Alligator. Okay, ja. Ach ja, genau. Der war ja leer. Der war ja leer. Okay, im Kalender, was haben wir? 1943. Okay, gut. Was sagen? Ja, gut, wir können ein bisschen. Spülen geht nicht, okay. Scheißegal. Ist ja nicht unsere Bude, ne? Telefon? Telefon, genau. Wollen wir mal gucken. Joes Tempel der Lustbarkeiten, Vito am Apparat. Vito, hier spricht deine Mutter. Mama, ich wusste gar nicht, dass du Joes Nummer hast. Von wo rufst du überhaupt an? Hast du schon mit Mr. Pappalardo gesprochen, ob er einen Job hat für dich? Er hat gesagt, ich soll heute bei ihm vorbeischauen. Hoffentlich hat er Arbeit für mich. Gut, Vito. Viel Glück, mio Bambino. Okay, ciao, Mama. Ah, so ein Lügner. Telefon benutzen? Kann ich irgendwo anrufen? Du hast keine Nummer, die du anrufen kannst. Ja, gut, was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts. Okay, Kleidung wechseln. Wir haben immer nur noch ein Outfit. Immer noch nur ein Outfit, so. Ja, gut. Das ist alles beim Alten. Würde ich sagen, los geht's. Oh, hallo. Was ist? Läuft nichts im Radio? Kümmere dich um deinen Scheiß. Aha. Okay, gut. Sehr neugierig, die Gute. Sehr neugierig. Hey, macht mal leise. Wenn ihr den Mist nicht leiser stellt, rufe ich die Polizei. Typ. Was zur... Okay, gut. Ich bin weg. Was mir jetzt aufgefallen ist, in der Aufnahme, die normalen Gespräche sind relativ laut, also wenn hier die Figuren in-game so ein bisschen rumlabern. Aber we can do it. Okay. So ein Ding haben wir auch in der Küche hängen. Nicht von mir, aber ne, ja. Achso, zurück zum Ton, zu den Gesprächen. Aber in Cutscenes sind die Stimmen relativ leise, also. Ja, keine Ahnung. Reparieren. Ja, wunderbar. Das sieht doch schon besser aus. Gut. Ja. Es gab doch ein Tempomat. Wie mache ich den denn an? Ach, scheiße. Ja, die damaligen Navis hatten doch sehr dünne Linienführung bei den Routen. Aber egal. So. Was? Arsch. Unglaublich. So. Wo fahren wir überhaupt hin? Fahren wir jetzt zum Hafen? Geh zum Hafen von Southport und suche dort Mr. Pappalardo. Alles klar. Wird gemacht, Sachen. Kriegen wir hin. So. Hier rum. Ich sollte auch auf die Straße achten und nicht nur auf die Karte. Ey, warum sind die denn so hysterisch und weichen direkt im 90-Grad-Winkel aus? Auto schon wieder im Arsch. Egal. Ab zum Hafen. Lincoln Park, Hunters Point. Ich habe schon wieder auf die Karte geachtet. Ey, das gibt es doch nicht. Ja, das Schild war, glaube ich, sowieso unwichtig. Das brauchen wir nicht. So. Polizei. Neutral Glow. Okay. Okay. Gar kein Problem, Nico. Wo war denn nochmal die Hupe?
Ach da. Ah, da ist der Tempomat. Alles klar. Gut. Wir müssen ja nicht direkt, ne? Wieder alle Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ach ja. Schön. Schön hier. Warum fahre ich so schnell und die anderen so langsam? Ist das hier nicht das Tempolimit, was der Tempomat da automatisch eingrenzt, begrenzt? Doch. Doch ist es. Gut. Komm, weg. Oh. So. Komm schon. Ey, das ist cool. Guck mal, der Auspuffqualm, der... Die Abgase, die färben sich sogar mit dem Licht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das war aber bei der Originalversion auch schon, oder? Geil. Gefällt mir. Gefällt mir super gut. Okay, Cityport. Der Stadthafen. Wollen wir mal gucken, ob Mr. Papa irgendwas... Papalodopus. Scheiße, wie heißt der? Egal. Gucken, ob Papa Arbeit für uns hat. Rennen war... Da war Rennen. Okay. So. Huch, Kamera, was ist los mit dir? Was? Oh. So, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Papalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Papalardo steht zu Dienst. Du kannst direkt zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Oh, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Alles klar, Mr. Papalardo. Komm mit. Ja... So, oh, was liegt denn hier? Wieder eins der berüchtigten Magazine, die wir suchen müssen. Ich weiß nicht, ob das YouTube gefällt, aber ja, es ist nun mal so. So, Ladung löschen, sagt er. So. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Was? 10 Mäuse für das? Was? Alter, das kann ja dauern. Junge, Junge, Junge. Joa, rennen können wir auch nicht. Mega. Oh Mann. Das ist auch eine Arbeit für... Oh, na, das kann ja heiter werden. Wer will denn den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt? Tja, wer will das schon? Dann würde ich hier lieber das Boot schleifen. Vielleicht ein bisschen... Oder? Oder hobeln. Wie heißt das Verb dazu? Egal, wir sagen einfach schleifen. So, ein bisschen schleifen, dann vielleicht ein bisschen streichen, ein bisschen die Fugen dichten. Ja, das wäre wenigstens ein bisschen abwechslungsreich. Das alles für lausige 10 Kröten? Das ist doch ein Witz hier. Aber das hier, es ist doch...
Nee. Nee, 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 nee. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Da wollen wir lieber mal, Gut. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Ja, geht doch. Geht doch. Gibt's jetzt die guten Jobs? Ja, komm mal mit, dann geh doch auch mal. Opa. Ah, wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Mir fällt der Name nicht ein. Egal. Was ist? Das Jungchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn. Wer würde denn Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht? Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Oh Mann, warum ist der denn Gewerkschaftsboss? Wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Huh. Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha, okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn, musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haare schneiden. Aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey, besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Wo hat der denn jetzt sein Heftchen hingelegt? Wir müssen die doch sammeln, oder nicht? Ah, Steve, ey. So, warte mal, wie war der nochmal blocken? Das war... Ja, werden wir gleich rausfinden. Zum Beispiel... Was ist denn das hier auf der... Ach so, das ist oben das Büro bestimmt, ne? Das ist bestimmt... Freundchen, Haare schneiden. Ich komme wegen der Kohle für den Haarschnitt. Hey, was ziehst denn du hier für eine Show ab? Die, bei der man zahlt und dafür keinen Ärger kriegt.
Hast du ein Problem damit? Ich habe ein Problem mit dir. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dir eine reinhaue. Oh. Wie kann ich denn... Leute? Achso. Alter, was zur Hölle? Ey, ich hoffe, der kann morgen wieder arbeiten. Hast du dein Scheißgeld? Danke. Schön, dass du es dir anders überlegt hast. War doch gar nicht so schwer. Mein Gott, ey. Warte mal, wir können nochmal mit dem reden? Der hat schon geblecht. Na und? Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Oh ja, muss ich vergessen haben oder so. Das nächste Klar. Mal zahl pünktlich, okay? Danke. Hey, und Derek du? Will das Geld für den Haarschnitt. Klar, hier, ich will keine Probleme. Nächstes Mal nicht wieder auf den letzten Drücker. Jo, ich habe nämlich keinen Bock, das jeden Monat zu machen. Hey, wer ist das denn? Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Hey, Arschloch. Ich bin nicht in Stimmung. Geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Keine Chance, Kumpel. Derek will seine Kohle. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Nee, das hast du gesagt. Warum versuchst du's dann nicht, Arschloch? Naja, vielleicht kündigen, Alter. Mach ihn alle, den Wichser! Ja! Oh. Freundchen. Gibt's doch gar nicht, ey. Es ist dein Arbeitgeber. Leute, Leute, Leute. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. So. So. 50. Nee, gar nicht. Wie viel? 10, ne? $10. Hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Ey, nicht weglaufen hier. Der hat schon geblecht. Achso. Er noch nicht. Der hat schon geblecht. Der hat schon geblecht. Okay, haben wir das Geld jetzt... Leute. Achso, genau. Dann kann man direkt mal gucken, ob es hier noch irgendwelche Collectibles gibt. Aber ich glaube eher nicht. Gibt's da das hier? Nein, da ist nichts. Hm. Oh, ich hoffe, der kommt morgen wieder zur Arbeit. Nicht, dass wir das dann morgen machen müssen. Oh, so als Vertretung. Oh, wir hätten die Kisten gestapelt. Das ging ja flott. Die können ja doch was, die Jungs. Die können ja doch was. Okay. Pipes. For sale hier. Ja, ich sehe da nichts. Aber ist ja auch egal. Wollen wir uns erstmal die Kohle holen? Nix los ohne Moos. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Und was, Steve? Vito, hätte ich fast vergessen. Joe hat eine Nachricht für dich. Du sollst ihn bei Freddy's treffen. Okay. Bei Freddy's. Kriegen wir hin. So, es schneit schon wieder. Das gefällt mir. Ich liebe dieses... Habe ich ja schon gesagt, ne? Dieses Setting. So. Ich weiß nicht, gibt's hier noch... Hier gibt's wahrscheinlich auch irgendwo noch Collectibles versteckt, aber das würde mir jetzt persönlich... ein bisschen zu lange dauern, die zu suchen. Kommen wir da rein? Nein, natürlich nicht. Ja, warum finde ich das Spiel so geil? Das ist halt
Mafiosi. Eine kleine Open World in den 40ern. Und ich glaube später in den 50ern und 60ern, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber da lasse ich mich auch, wie gesagt, gerne wieder überraschen. Weil, geiles Spiel, ne? Geiles Spiel. Achso, ja Leute, Folge vorbei. Ich würde sagen, Alter, sieht die Karre schon wieder aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.